Wir schauen auf die Themen der heutigen Sendung, die vielleicht ein bisschen mehr Tiefe zu bieten haben. Geht gleich los mit den Bayern. Dann sprechen wir über das Groß-Comeback. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, vor den beiden wichtigen Spielen. Und Hasenhüttl hat gesprochen. Und Julian Schuster wird Nachfolger von Christian Streich. Das alles heute bei Reif ist live. Ja, jetzt wollen wir uns aber zunächst noch mal mit den Bayern beschäftigen. Denn zwei wichtige Menschen haben in dieser Woche einiges gesagt. Max Eberl, Sportvorstand, und Uli Hoeneß. Da braucht man eigentlich keine Funktion, sondern Uli Hoeneß ist Uli Hoeneß, ist der FC Bayern. Und wir wollen mal schauen, was so Richtung Xabi Alonso, dem Wunschkandidat Nummer 1, da gesagt wurde. Gucken wir erstmal bei Max Eberl rein, der sich im Sportbild-Interview so geäußert hat. Er, Xabi Alonso, hat beim FC Bayern gespielt und kennt diesen Club. Er ist bei Leverkusen unter Vertrag, kann dort das Double holen und dazu noch die Europa League. Aber um zur Frage zurückzukehren, es gibt Trainer, die zum FC Bayern passen. Ja, aber ich habe weder mit einem Trainer gesprochen, noch eine Zu- oder Absage. Heißt, es hat noch niemand mit Xabi Alonso oder seinem Berater gesprochen, oder Max Eberl hat es nicht getan? Oder seinem Berater. Hm. Das, also mit Xabi Alonso, das glaube ich, dass der sagt, Leute, ich habe zu tun. Aber das wäre ja absurd. Also irgendjemand aus dem Umfeld, aus dem näheren, vertrauten Umfeld von Max Eberl hat ganz sicher schon mit einem aus dem näheren, vertrauten Umfeld von Xabi Alonso Kontakt aufgenommen. Und ob es da schon eine Definitive, ich würde eher sagen, eher ja. Ich glaube nicht, dass Xabi Alonso mit Bayern, habe ich hier schon mal gesagt, zocken wird. Und sagen wird, ja, müssen wir mal gucken oder müssen wir in Verhandlungen eintreten. Interessant ist, Herr Reif, dass Uli Hoeneß sich, finde ich, konkreter äußert als der Sportvorstand. Ja, das liegt in der Natur von Uli Hoeneß. Mal sehen, was Uli Hoeneß über Xabi Alonso sagt. In der Zwischenzeit hat Alonso bewiesen, dass er ein Trainer für die ganz große Kaste sein kann. Und da wird es ungleich schwieriger, weil da arbeiten Vereine wie Liverpool, Real Madrid, Leverkusen und auch der FC Bayern dran. Womit er es auf den Punkt gebracht hätte. Aber alle Verdächtigen genannt. Mhm. Und er macht doch keinen Hehl daraus, dass der FC Bayern daran arbeitet, weil es, aber ist wenn das er denn offenste Hehl, aller Max Geheimnis. Eberl macht ja auch keinen Hehl daran. Max Eberl sagt ja nicht, lass mich in Ruhe mit Xabi Alonso, kommt bei mir nicht in Frage, sondern hat das ja auch. Also dieser Eiertanz wird ein bisschen dauern jetzt. Endet er ja zu Ostern, der Eiertanz. Ah, oh ja. Sie hatten mir eigentlich Tiefe und Niveau versprochen, aber gut, der war nicht schlecht. So. Nein, ich glaube, dass Xabi Alonso wird so oder so gespielt werden eine längere Zeit, bis zu dem Moment, wo er sagt, so, jetzt ist genug geredet worden, ich bleibe bei Leverkusen, oder nein, ich gehe zum FC Bayern. Bis dahin werden die Bayern nach alter Bayernart auch Hoeneß jetzt. Er sagt ja nicht, den haben wir auf sicher, oder nein, den kriegen wir nicht, sondern das ist die Hoeneß'sche und FC Bayern, alte FC Bayern. Der Nebel steigt jetzt so langsam hoch, bis eine Wand da ist, damit Sie und ich hier uns den Mund fusselig reden. Das ist die Idee und das wird Ihnen auch helfen, dann in Ruhe andere Dinge zu klären oder eben zielgerichtet mit Alonso, wenn er Ihnen das Signal gibt oder geben lässt. Ihr könnt sprechen. Dann, es wird nicht weder am Geld scheitern noch an sonst irgendwelchen Mumpitz. Es gibt eine das schöne Aussage schnell. Noch von Uli Hoeneß zu Sebastian Hoeneß. Die hat mir auch gefallen, ja. Die ich bemerkenswert finde. Er wurde also nach einem möglichen Bayern-Trainer Sebastian Hoeneß, dem Stuttgarter Erfolgstrainer, gefragt und antwortete, Sebastian hat meiner Meinung nach im Moment den Nachteil, Hoeneß zu heißen. Denn würde er mit derselben Leistung nicht Hoeneß heißen, würden wir uns wahrscheinlich mehr um ihn bemühen, als wir das jetzt getan haben. Nicht einfach zu Ende zu reiten in diesem Satz, weil er drei Volten drin hat. Ach, er hieße nicht Hoeneß und hätte aber genau den Weg hinter sich und vor sich und wäre gerade an der Station VfB Stuttgart. Es wäre bei einem erwachsenen Menschen, der sich selber gut einschätzen kann, und das ist bei Sebastian Hoeneß, egal wie er jetzt hinten heißt, doch offensichtlich der Fall, wäre es sehr schwer geworden, glaube ich, einem so jungen Mann
nach Nagelsmann und nach Tuchel jetzt bei Bayern zu sagen, komm zu uns, wir machen mit dir die nächsten 50 Jahre oder 20 Jahre oder auf jeden Fall eine neue Ära Minimum. Ich glaube, dass Sebastian Hoeneß sehr wohl weiß, er heißt zwar Hoeneß, das wird ihm aber auch nicht schaden, wenn es denn mal soweit ist. Und das wäre so in 2-3 Jahren. Aber dass er im Moment bei Stuttgart gut aufgehoben ist, ist. Da hätten sie machen können, was sie wollen. Ich glaube, er ist ein kluger Mann. Wenn wir noch mal sehr nah an der Hoeneß-Aussage bleiben, glauben Sie, dass dann eher Uli Hoeneß sogar selbst gesagt hat, passt auf, in dieser Konstellation mit mir und meinem Neffen, damit tun wir allen keinen Gefallen? Oder mussten da die Nicht-Hoeneß-Nachnamen beim FC Bayern auf Uli einwirken und sagen, pass auf, das ist jetzt für deinen Neffen falsch, weil es lauern da so, so viele Gefahren in dieser Konstellation? Das ist ja nicht nur der Neffe, sondern beim Neffen ist in der Regel ein Onkel auch dabei. Und das ist dann der Bruder von dem. Also Dieter Hoeneß und Uli Hoeneß haben so ein Verhältnis, dass sie normal miteinander reden. Versetzen sich doch mal einfach rein menschlich in die Lage. Sie hätten einen Bruder, der hätte einen Sohn, der wäre so jetzt Sebastian Hoeneß. Und sie würden sagen, wir brauchen den. Wir kriegen den, den wir wollen. Kriegen wir nicht, wir brauchen den. Dann würde ich als Vater sagen, das... Leute, ich rede mit ihm mal, aber ich kann euch sagen, was er sagen wird. Im Übrigen, wir reden hier nicht über einen 12-Jährigen, den man dann in einen Anzug steckt, Krawatte anzieht und den irgendwo hinschleppt, sondern das ist ein erwachsener Mann, Sebastian Hoeneß. Also ich glaube, wer immer im Hintergrund, was immer sich überlegt hat, lass uns nicht mehr aus dem Namen Hoeneß machen, als er ist. Er heißt Sebastian und ist ein richtig guter Trainer, aber er ist noch nicht ein Bayern-Trainer. Das hat er gesehen. Andersrum, wenn Nagelsmann nicht passiert wäre, ähnliche Altersstruktur, ähnlicher Weg, sogar Schnittstellen, kennen sich gut, weil sie sogar nebeneinander, miteinander. Ich glaube, dass spätestens diese Überlegung ihm klar gemacht hat, weißt du, was die bei Bayern wollen? Die wollen Triple, und zwar jedes Jahr. Hat doch Hoeneß dann auch in dem langen Interview jetzt nochmal sehr deutlich klar gemacht. Beim VfB Stuttgart. Ja, aber nächstes Jahr, ob es dann wieder so gut wird. Wenn sie irgendwie Europa League nächstes Jahr schaffen würden, nachdem sie Champions League gespielt haben, dann wird ein Feuerwerk gezündet in dem Talkessel. Und da kann man in Ruhe arbeiten. Bei Bayern musst du andere Dinge schon im Kreuz haben. Und das wäre, wie gesagt, ich hätte mich so gewundert und ich hätte ihm die Daumen gedrückt, weil er ein wirklich sauberer Kerl ist, der klare Dinge redet, völlig klar im Kopf. Ich höre dem gern zu und den Fußball, wenn ich den sehe, ich könnte den niederknien mit den Möglichkeiten, die hatten. Und wenn der jetzt auf den Leim gegangen wäre, mal dahingestellt, ob es wirklich der Leim schon so für ihn ausgelegt war oder ob der nicht in eine andere Richtung geht. Ich hätte zu Hause gesessen und gesagt, Mensch, Junge, wenn da hoffentlich geht das gut, Junge. Weil natürlich macht dich das dann. Nicht immer kommt eine Nationalmannschaft ums Eck und sagt, auch, weißt du was, wenn du nichts zu tun hast, wirst du mal Nationaltrainer. Also so wie es ist, ist es für Sebastian Hoeneß wunderbar. Und die Bayern müssen weitersuchen. Es gibt von Uli Hoeneß noch einen bemerkenswerten Satz zur Trainersuche allgemein, und die zeigt das, was Marcel Reif gerade so in seinem Schlusssatz gesagt hat, sie müssen erstmal weitersuchen, dass das gar nicht so einfach ist im Jahr 2024, wenn man mit der Bayern-Visitenkarte kommt. Denn Hoeneß sagt, es gibt ja kaum einen Trainer, der in Frage kommt, der jetzt gerade frei ist, sondern das sind halt Trainer, die irgendwo unter Vertrag stehen und möglicherweise großen Erfolg haben. Da ist es nicht so einfach, denen zu sagen, dass der FC Bayern das Maß aller Dinge ist. Gewisse Form von Bayern-untypischer Bescheidenheit. Uli Hoeneß kann auch anders, so, aber er redet da keinen Unsinn, oder? Wie sehr, glauben Sie, strahlt dieses bislang enttäuschend verlaufende Jahr, auch wenn es in der Champions League noch die Möglichkeit gibt, auf die anderen Trainer aus, mit denen die Bayern da in Kontakt treten? Bayern hat gerade auch wieder ein paar Zahlen vorgelegt, wie es in etwa da aussieht finanziell und was man sich leisten kann und was nicht. Und was man sich seit Jahrzehnten leisten kann, weil man anständig, das ist der gesündeste Club, weiß nicht, wie die bei den Amerikanern wieder die Dinge laufen in der NFL und in der NBA. Aber was Fußball angeht, können Sie mir keinen gesünderen Club nennen als den FC Bayern.
was auch so viel bedeutet wie, und auch Harry Canes leistet man sich. Also wenn da immer noch das Credo, das alte Hoeneß'sche Credo wäre, wir machen den Unsinn nicht mit. Das kann einen Top-Trainer abschrecken. Wenn man den Unsinn nicht mitmacht. Wenn man nicht mal, ja, weil er sagt, pass auf, Leute, aber ach so, Triple, aber möchte schon sein, super. Geile Idee, aber Kane spielt dann doch gegen uns und Aldi City, Kasper spielen gegen uns. Das kann abschrecken. Aber auch diese Bastion ist doch gefallen. So hat der Uli Hoeneß im Interview dann auch noch länger immer ausgeführt. Die Wolte hat er ja hingekriegt. Also, der FC Bayern hat eine enorme Strahlkraft. Nicht weniger als andere. Real Madrid, würde ich sagen, ist immer noch, das ist das Maß der Dinge. Wenn da Real Madrid ruft, die rufen nicht zweimal an, denke ich, ist der Spruch. Alles andere ist Bayern München immer mit in der Verlosung. Das lasse ich mir nicht ausreden. Und was Uli Hoeneß sagt, stimmt doch. Jürgen Klopp können sie haben. Aber der will nicht. Der macht jetzt ja Pause und aus welchen Gründen auch immer. Und das wird er auch machen. So, der geht nicht. Xavi ist ein junger Kerl, der ist in Barcelona, muss er sich erstmal mindestens ein Jahr erholen. Wenn aber Mourinho. Wenn wir jetzt Mourinho nach München holen und dann wünsche ich der Veranstaltung einen sportlich fairen Verlauf und bin raus aus der Geschichte. Also, das ist doch alles richtig, was Hoeneß sagt. Bringen Sie mir die unter den Bäumen liegen und sagen, und die ministrabel wären für den FC Bayern. Das ist eine Krux, aber Glückwunsch, willkommen im Club. Das ist für den FC Liverpool im Moment nicht anders. Der ruhmreiche FC Barcelona wird auf demselben Parkett wildern. Das macht alle nervös. Das macht sie alle kirre, weil sie sagen, früher war es wegen so, wir brauchten, die anderen hatten. Wo soll er denn sonst hin als zu uns? Jetzt mal gucken. Also Xabi Alonso wird nicht zur FC Barcelona gehen. Das ist das Einzige, was ich ausschließen würde. Da ist sich auch Fußball-Europa, glaube ich, einig an der Stelle. Das würde ich ausschließen. Nun ist ja auch die Frage, nicht nur, wie geht es mit dem Trainer weiter, sondern was ist denn mit Spielern? Wie verändert sich der Kader? Und Davis ist da einer, der im Mittelpunkt steht. Vertrag läuft 2025 aus. Auch da hat Max Eberl in Sportbild sehr, sehr klar Stellung bezogen. Und gleich würde ich von Marcel Reif gerne wissen, ob das vielleicht auch ein Zeichen an alle anderen im Kader ist, wie der FC Bayern jetzt agieren wird. Also Max Eberl über Davis. Die Verhandlungen laufen schon länger, lagen dann letzten Sommer etwas brach. Real Madrid hat sich bei uns nicht gemeldet. Ich kann sagen, wir haben Alfonso ein sehr konkretes, wertschätzendes Angebot gemacht. Irgendwann im Leben muss man dann Ja oder Nein sagen. Damit macht er deutlich, Verhandlungsspielraum ist ausgeschöpft. Wir haben gesagt, dass du uns wert bist. Sag Ja oder Nein. Und wenn du Nein sagst, dann finden wir auch eine Lösung. Also Antwort Ja. Nein, weil ich dachte, mal sehen. Und ich behaupte nicht, dass jeder von denen so gut Mathematik drauf hat, von den Spielern. Aber ihre Berater können alle rechnen. Das heißt, die alle wissen, was Alfonso Davies zurzeit verdient. Alle wissen, was er möchte. Wird ja gespielt. Und jetzt wissen sie auch ungefähr, was der FC Bayern an Davies zu zahlen bereit ist. Und das bedeutet, kann jeder seinen eigenen Wert rechnen lassen. Das ist, so kompliziert ist es nicht. Und jeder weiß, ich glaube, die machen ernst. Ich glaube, was kürzlich, als es so ein bisschen alles ein bisschen kreuz und quer schief lief, und genug ist ja schief gelaufen in der Saison, da haben die gesagt, wir müssen auch die unsere Gehaltsstrukturen mal begucken. Das ist ein schöner Spruch, das kann im Affekt passieren, wenn man gerade 3-0 verloren hat bei Leverkusen oder so. Aber das, was Eberl jetzt macht, ist so Stück für Stück allen mitteilen, Jungs, glaubt's mir, das ist so. Und da zockt nicht, sonst einfach bei Alfonso Davies nachfragen oder bei seinem, und zum Teil sind sie die gleichen oder selben Berater sogar. Also das ist ganz nur ein ganz klar, das ist der Spruch, irgendwann muss man Ja oder Nein sagen, ist, glaube ich, jetzt das Ding auf den Markt geschmissen. Und jetzt kann man auch nicht mehr zurück. Kann man auch nicht sagen, ja, wir haben es nochmal überlegt, wir legen nochmal 5 Millionen im Jahr drauf. Das wird nicht passieren. Davis wird Nein sagen, glauben Sie auch? Ich glaube ja. Ich glaube, dass er bei Real im Wort ist bereits. Und ist doch okay. Sind Sie mit seiner Entwicklung? Nee, oder sind Sie, bin ich nicht.
fand ich. Ich fand nach seinen Verletzungen, waren ein paar Verletzungen dabei, aber ich fand ihn jetzt nicht mehr so überragend, dass man sagen müsste, uiuiui, da geht aber gar kein Weg dran vorbei. Ich glaube, da wird sich, dass der die Reise ist zu Ende. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum Eberl sich so weit aus dem Fenster wagt mit diesem Ultimatum, als wenn es um einen Namen gehen würde. Würde ich ihn widersprechen, wenn er heute sagen würde... Bei Thomas Müller, glaube ich, würde er so einen Satz nicht sagen. Wenn Thomas Müller das Spielchen ähnlich spielen würde wie der Alfonso okay. Davis-Berater, Alfonso bin ich schon wieder. Nein, ich widerspreche ihn deshalb. Wenn Davis jetzt sagt, ich habe mir das nochmal überlegt, ich möchte doch in München bleiben und ja, okay, ihr habt recht. Ich glaube nicht, dass Eberl dann sagt, aber du schätzt mir, dass er ihn rausekeln will. Gar nicht, sondern das ist jetzt eine gewisse Realität. Ein wiederkehrender Realitätssinn beim FC Bayern und das ist nicht verkehrt.